Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmagazin A wie Angriff. Eigentlich sollte heute der TVG-Spieler und U20-Handball-Europameister Yannick Kohlbacher zu mir in die Sendung kommen. Er ist aber leider kurzfristig erkrankt und wir wünschen ihm natürlich auf diesem Wege eine gute Besserung und hoffen, dass er ganz bald wieder fit ist. Wir konnten zum Glück auf die Schnelle einen sehr guten Ersatz finden, und zwar den TVG-Neuzugang und Abwehrchef Pavel Prokopets. Hallo. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe gerade deinen Namen richtig ausgesprochen. Ja, das war schon richtig. Perfekt. Du bist vom SC DHFK Leipzig zum TV Großwaldstadt gewechselt. Mit welchem Ziel denn, Pavel? Ja, richtig. Ich habe erstmal einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben beim TVG. Und die Ziele sind natürlich, den TVG wieder in die erste Liga zu bringen. Du hast sehr viel Zweitliga-Erfahrung und bist selbst zweimal in die erste Bundesliga aufgestiegen, und zwar einmal mit den Füchsen Berlin und zuletzt mit TuS Essen. Wie realistisch ist denn ein Aufstieg mit dem TVG in die erste Liga? Ja, vorausgesetzt, wir bleiben über die Saison alle gesund. Wir haben einen breiten Kader, das ist der Unterschied zu der letzten Saison. Wir können viel wechseln, das soll auch eigentlich unsere Stärke sein. Und ja, ich denke, über eine gute Abwehr, das ist auch die Philosophie von Mike Hanschke, mit einfachen Toren nach vorne, sind die Chancen schon hoch, denke ich. Was bedeutet es denn für dich, in Zukunft für den TVG spielen zu dürfen? Ja, es ist immer eine Ehre für jeden Spieler, der für so einen Traditionsverein auflaufen kann. Da freue ich mich auch sehr auf die Atmosphäre in der Halle und die neuen Fans quasi, das Publikum. Das ist auch sehr wichtig für die Saison. Und dann einfach mal sehen, wie es weiterläuft. Du durftest ja selbst auch schon in der FRN Frankenstolz Arena spielen, dann aber nicht im TVG-Trikot. Wie hast du da immer die Stimmung wahrgenommen als Spieler? Ja, das ist, als Spieler ist man eben professionell. Damals war es für Leipzig und da habe ich alles für Leipzig gegeben. Und nun ist es eben anders. Ja? Da kann man nicht erwarten, da würde ich jetzt was tun, dass die Großwaldstädter gewinnen. Das kann man nicht machen. Und da ist man eben professionell. Genau, und jetzt freust du dich, die Fans hinter deinem Rücken haben zu dürfen. Natürlich, ja. Du hast gerade schon angesprochen, du hast einen 2-Jahres-Vertrag beim TVG unterschrieben, mit dem Ziel, dass du wieder in die erste Liga aufsteigen willst. Du bist jetzt 34 Jahre alt. Ist es deine letzte Station? Oder sagst du, dass du noch ewig weiterspielen kannst? Ewig wahrscheinlich nicht, aber solange ich mich gut fühle und ich bin jetzt topfit, dann kann es natürlich noch länger dauern. Wie schätzt du die Qualität innerhalb der Mannschaft ein? Ist es für die erste Liga ausreichend? Ich weiß nicht, ob das für die erste Liga ausreichend ist, für die zweite auf jeden Fall. Wir sind jetzt noch nicht so lange zusammen, aber wir arbeiten jeden Tag hart daran, dass das Zusammenspiel immer besser wird. Das funktioniert auch sehr gut. Es sind immer noch ein paar Baustellen, die wir im Training auch ansprechen und bearbeiten. Aber ich sehe das positiv. Also es läuft sehr gut. Was läuft bisher denn schon gut und woran müsst ihr noch arbeiten? Ich denke, das Zusammenspiel im Angriff, zum Beispiel auch die Sache, dass Yannick jetzt eben eine längere Zeit nicht da war, da er bei der Europameisterschaft dabei war. Das ist natürlich auch eine Verstärkung für den Angriff, weil er ein sehr guter Kreisläufer ist, auch für sein Alter, genau. Und in der Abwehr gibt es auch immer was zu klären. Ja? Wie wir verschiedene angriffstaktische Mittel von dem Gegner lösen, und da gibt es eben Absprachen und daran müssen wir uns halten. Und es ist nicht immer der Fall, manchmal macht man Fehler und das muss man immer wieder machen. Und wo bestehen aktuell noch eure Fehler? Das kann ich ja nicht sagen, sonst hört das die Gegner. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Dann wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr habt eine harte Vorbereitung hinter euch und auch einige Turniere gespielt. Wie ist es gelaufen in den letzten Wochen? Ja, die Vorbereitung war hart. Das war zu erwarten. Das muss man auch haben, um fit in die Saison zu gehen. Wir haben ein paar gute Spieler gehabt, auch gegen Erstligisten, aber man soll es nicht überwerten, weil es ist eine Vorbereitung. Es gibt Mannschaften, die sehr, sehr müde waren oder bei denen welche gefehlt haben. Von daher sind die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht so wichtig, finde ich. Ja, da hast du recht. Auf welches Spiel wart ihr besonders stolz? Ja, natürlich über das Spiel gegen Lemgo, was wir gewonnen haben. Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir ins Finale gezogen sind und haben dann auch gegen Melsungen ein gutes Spiel gemacht. Genau, das war beim FAN Cup, genau. Was macht ihr für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft? Trefft ihr euch auch außerhalb des Trainings?
Ja, ab und zu gehen wir mal essen nach dem Training oder es gibt eben Essen auch in der Kabine, so Mannschaftsfest nennt man das. Das macht jeder neue oder einer, der was Besonderes erlebt hat, zum Beispiel eine Hochzeit oder ein Kind bekommen hat oder sowas. Das heißt, ihr habt auch wirklich so ein bisschen den Fokus aufs Teambuilding gelegt während der Vorbereitung. Ja, das ist auch wichtig. Wie gesagt, wir haben viele neue Spieler und die müssen integriert werden. Nicht nur sportlich, aber denke ich auch menschlich und wie gesagt, das passt perfekt. TVG-Trainer Mike Hanschke ist kein neues Gesicht für dich. Er war schon mal dein Trainer bei TuS-M Essen. Das heißt, ihr kennt euch ganz gut, er kennt deine Stärken und Schwächen. Wie läuft denn insgesamt die Zusammenarbeit mit ihm? Ja, sehr gut. Also ich kenne sein Konzept und ist eigentlich auch mein Konzept. Ja. Ich bin selber auch Trainer, ich trainiere die Zweiten, von daher versuche ich das Gleiche umzusetzen bei denen. Er war mein Trainer sogar schon in Eisenach, kurz davor ich nach Essen gewechselt habe. Von daher passt das. Vielen Dank schon mal, Pavel. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, und sind in wenigen Minuten wieder für Sie da mit weiteren Infos von Pavel Prokopetz. Küchen bieten Raum zum Wohlfühlen und geselligem Miteinander. Ob klein, schräg oder verwinkelt, Vekumat fertigt Küchen für alle Räume. Meine Küche von Vekumat ist so individuell wie ich. Hier vereinen sich Vielfalt, Qualität und Raffinesse. Küchen direkt vom Hersteller. Vekumat in Elsenfeld-Rück. Die Michaelismesse in Miltenberg, das größte Volksfest am Bayerischen Untermain. Mit Volksfeststimmung in Festzelten bis in die Abendstunden, Marktstände, Vergnügungspark und Ausstellungen. Erstmals am Sonntagabend, den 7. September um 21 Uhr, Feuerwerk von der Mainbrücke. Viel Spaß auf der Michaelismesse in Miltenberg vom 29. August bis 7. September. 50 Jahre Vekumat. Jetzt eine neue Küche bestellen und 10.000 Euro Preisvorteil gewinnen. Katze ist nicht gleich Katze. Fenster ist nicht gleich Fenster. Das Beste, was Ihrem Haus passieren kann, sind Fenster und Türen von Löwe. Löwe steht für Qualität. Und Qualität hat ihren Preis. Löwe, Fenster und Türen. Rochner und Stahlimmobilienmakler informieren. Brandaktuelle Wohnungsangebote als Kapitalanlage mit Top-Rendite. Exklusiv bei Rochner und Stahl. Zum Beispiel Apartmenthaus mit Studentenwohnungen in der Würzburger Straße 105 oder Würzburger Straße 50. Umfassend modernisierte Apartments und neue Eigentumswohnungen mit Schlossblick im Dachgeschoss. Rochner und Stahl Immobilienmakler. www.rochner-stahl.de. Hobbyköche aus der Region kochen ihr Lieblingsgericht. Und da habe ich jetzt das beste Essen, was ich daheim habe. Die gute Suppe. Und Diebegugger Jens Pflüger schaut genau in die Kochtöpfe. Und hinten das jetzt mit ein bisschen Maismehl an. Keiner geht leer aus im Kochquiz. Ich habe schon drei Sachen gewonnen, man muss ja was zurücklassen. Niemals. Bei mir gewinnen immer alle alles. Der Diebegugger mit Jens Pflüger. Jeden Freitag und Samstag auf MeinTV. Mein Leben, das Gesundheitsmagazin auf MeinTV. Medizinisches Wissen verständlich erklärt. Alles rund um die Themen gesundes Leben, wie bekämpfe ich Krankheiten, welche neuen Therapien gibt es und hilfreiche Tipps zu Ernährung, Sport und Wellness. Mein Leben, das Gesundheitsmagazin, jeden Dienstag auf MeinTV. Spannende Geschichten. Atemberaubende Bilder. Geheimnisvolle Welten, einzigartige Menschen, unvergessliche Momente. Die neuesten Filme und alles rund ums Kino. Filmab, das Kinomagazin. Willkommen zurück zum Sportmagazin A wie Angriff. Heute mit dem TV Großwallstadt-Neuzugang Pavel Prokopetz.
Wir haben vor der Werbung schon ausführlich über dich und deinen Einstieg beim TV Großwallstadt gesprochen. Jetzt, morgen habt ihr euer erstes Pokalspiel gegen den Drittligisten Horkheim. Inwieweit habt ihr denn da schon mit den Vorbereitungen begonnen? Also wir sind seit Sonntag, bereiten wir uns auf das Spiel vor. Das ist ein Drittligist, wie du schon gesagt hast. Ich denke, das ist eine gute Probe, weil wir gleich am Samstag das erste Ligaspiel in Baunatal beim Aufsteiger aus der dritten Liga haben. Also ja, wollen wir natürlich beide Spiele gewinnen. Und wie gesagt, das Mittwochspiel ist, ist eine gute Vorbereitung für das Samstagspiel. Und das heißt, wenn ihr dann wieder zurückkommt aus Horkheim, müsst ihr dann direkt Donnerstag, Freitag weiter trainieren für das nächste Auswärtsspiel. Ist schon richtig, ganz schön hart, oder? Richtig, so ist es aber auch in der Liga. Ab und zu gibt es englische Wochen, wo man dreimal in der Woche spielt und das sind wir aber alle gewohnt. Was steht diese Woche noch an? Also wir haben gestern das Angriffsspiel gemacht. Heute ist ja das letzte Training vor dem Spiel und wir machen nochmal die Abwehr. Wir gehen die Abläufe in der Abwehr und die von dem Gegner durch und ja, morgen ist das Spiel. Wird denn der Yannick für beide Spiele wieder fit sein? Gibt es da schon neue Infos? Ich habe noch nichts gehört, aber ich hoffe sehr, weil er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Definitiv. Nächste Woche ist dann das erste Heimspiel in der FHN Frankenstolz Arena. Für dich ein ganz besonderes Spiel, denn du darfst das erste Mal vor heimischem Publikum im TVG-Trikot spielen. Was bedeutet das für dich persönlich, dann das erste Mal auflaufen zu dürfen? Ja, es ist immer ein schönes Gefühl vor neuen Fans und ich hoffe, es kommen viele Fans, weil wir die brauchen. Die Unterstützung ist sehr wichtig für die ganze Saison. Ja, ich denke mal, da werden schon einige da sein. Du bist aus Leipzig nach Obernburg gezogen, hast du mir erzählt. Wie gefällt dir denn die Region? Ja, es ist ein Unterschied. Leipzig ist eine sehr schöne Stadt, über 600.000 Einwohner. Obernburg ist natürlich kleiner. Etwas kleiner, ja, aber gefällt mir auch sehr. Es gibt viele Wälder hier, wo ich auch gerne mit meiner Tochter spazieren gehe oder auch mit meiner Frau. Und das ist eben was anderes, aber sehr schön. Du bist gebürtiger Tscheche und bist seit 10 Jahren schon in Deutschland. Willst du in Deutschland bleiben oder würdest du gerne nach deiner Saison wieder nach Tschechien zurückgehen? Nein, ich würde schon gerne planen. Wir planen das mit meiner Frau. Wir wollen beide in Deutschland bleiben und ja, ich würde mal gerne als Trainer weiterarbeiten. Ich möchte dem Handball treu bleiben und als Trainer wäre natürlich die beste Alternative für mich. Das heißt, du willst dich auf jeden Fall weiterhin auf den Handball fokussieren. Das ist auch dann deine Endstation. Ich sage nicht, dass es auch was anderes sein könnte, aber es wäre schön, wenn ich bei dem Handball bleiben könnte. Gut, dann wünschen wir dir natürlich viel Erfolg dabei, aber natürlich jetzt erstmal beim TVG. Danke. Und dass vor allem die nächsten Spiele gut klappen und ihr auch diese Saison dann wieder den Aufstieg in die erste Liga realisieren könnt. Das wäre super. Dann vielen Dank, Pavel, und natürlich viel Erfolg bei den nächsten Auswärtsspielen am Mittwoch und am Samstag, wo natürlich wir euch dann ganz fest die Daumen drücken werden und natürlich auch hoffentlich einige Zuschauer. Danke. Viktoria Aschaffenburg spielt ebenfalls am Samstag, aber zu Hause und da geht es bereits um 15 Uhr los. Die Mannschaft hatte bisher einen guten Saisonstart, hat die letzten 4 Spiele in Folge gewonnen und steht aktuell auf dem 3. Tabellenplatz. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und bis dahin alles Gute.